meine Lieben, ja, nach langer Zeit sehen wir uns mal wieder und eigentlich seht ihr nichts außer viel Karton. Und zwar tausche ich ja jedes Jahr Adventskalender und zwar dieses Jahr wieder mit Miss Fruchteis. Das hat sich schon irgendwie so eingebürgert. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Jahr schon, wo wir tauschen. Und heute ist der Karton von ihr angekommen und es ist ein riesen Klopfer. Ich kriege das hier gar nicht ganz in die Kamera. Genau, und sie sagte aber, da ist auch irgendwas drin, was für jetzt schon ist. Und der Adventskalender ist nochmal abgedeckt. Deswegen werde ich den Karton gleich aufmachen, werde mal gucken, was für jetzt schon dabei ist. Bin nämlich neugierig. Ich zeige euch aber noch, was ich noch für Adventskalender habe. Ich guck mal, ich möchte den nicht hoch und runter heben, weil der schwer ist. Ich gucke aber mal, ob ich es so hinkriege. Also, ja, wie immer, natürlich der IKEA Adventskalender, den hole ich ja auch jedes Jahr. Genau, den schiebe ich jetzt mal so hier durch. Ups. So. Ja, vielleicht könnt ihr den von hier besser sehen. Ne, da blendet und spiegelt alles. Ja, seht ihr auch nicht viel besser. Da gibt es ja jedes Jahr diese App dazu, die man sich dann runterladen kann. Und ja, die Schoki ist dann schon mal hier. Das ist dann dieser QR-Code für die App, die man sich dann runterladen kann. Die geht auch erst ab dem 1.12. Alles davor funktioniert die sowieso nicht. Und genau, und dann gibt es ja immer diese Gutscheinkarten, die mindestens 5 Euro wert haben, können aber bis zu 1000 Euro sein. Allerdings seht ihr hier also, ne, wie das Verhältnis ist. Die Chance ist natürlich jetzt nicht so groß, dass man da wirklich Glück hat. Und wie jedes Jahr, ich bin verrückt nach diesen Kalendern. Und dieses Jahr habe ich, glaube ich, 4 davon mitgenommen. Genau. Ich finde die aber wirklich schön, weil die Schoki ist echt super lecker. Also jedes Jahr hat die mir richtig gut geschmeckt. Und ja, dann hat man eben diese 10 Euro, die man ja wieder bekommt. Und der kostet 13 Euro. Und mir sind ehrlich gesagt, diese 3 Euro ist mir diese Schokolade schon wert. Und deswegen denke ich mir immer, ja, egal, ich hole mir den ruhig öfter. Und dann isst ein Teil mein Mann und ein Teil esse ich. Und ein Teil packe ich auch einfach im Wohnzimmer in eine Schüssel. Und das kriegen dann die Gäste noch, weil so viel Schoki kann man ja gar nicht essen. Aber trotzdem ist sie halt sehr lecker und ich liebe diesen Kalender. Und ich mag die Geschichten, die immer noch hinter den Türchen warten. Da wartet ja immer mit dieser App noch Geschichten oder Rezepte oder natürlich Werbung, logischerweise. Aber ja, ich bin immer begeistert und deswegen hole ich den ganz oft. So. Und dieses Jahr habe ich noch 2 Kalender mir mehr geholt, aber keine Tausch-Adventskalender, sondern den ersten, den ich hier habe. Der ist, ihr wisst ja, dass ich angefangen habe mit Plottern. Und der ist dann hier von, wo seht ihr es am besten? So. Von Plotter Marie. Und ja, der ist auch voll mit lauter solchen kleinen Tüten. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe. Ja, so mega teuer war der nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss mir gleich die Internetseite nochmal aufmachen. Und dann gucke ich ihn nochmal an. Was ich euch gerade noch zeige, ist der andere Kalender, den ich mir auch gekauft habe. Und zwar, das ist der von Plotterdateien von Tante Plotter. Und der kostet 40 Euro, also 39 Euro. Ich rechne sowas immer hoch. Und ja, da sind halt Plotterdateien drin. Und die macht halt total süße Plotterdateien. Die gefallen mir immer sehr gut. Ich kann ja mal ganz kurz auf ihren Shop gehen. Und ja, also was sie zum Beispiel ganz viel macht, ist die Lotta. Das ist so quasi, glaube ich, ihr Markenzeichen. Und ja, da macht sie halt total süße Plotterdateien. Das machen wir mal zurück. Genau, also sie macht wirklich super schöne Sachen. Bin immer ganz begeistert von ihren Sachen. Und ja, dieser Kalender musste dieses Jahr einfach mal mit. Und jetzt kann ich ja mal kurz gucken. Genau, Plotter Marie. Aber ich glaube, ach nee, Adventskalender. Ach ja, die Seite gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Mit dem Adventskalender. Wartet mal, ich suche mal gerade. Oh, ich muss mal gucken, ob ich hier. Ich komme an meine Tastatur nicht an. Einen Moment.
So. Marie. Was macht er jetzt? Hä, warum hat er nicht geschrieben? Da oben ist er schon. Aber ich glaube, die Seite ging auch gar nicht mehr, weil der nicht mehr. Okay, warum kommt dann nur 1920? Genau. Ich glaube, der ging nicht mehr. Diese Internetseite ging nicht mehr, weil der einfach ausverkauft war. Genau, man findet ihn jetzt auch nicht mehr unter. Das kann ich euch jetzt leider nicht mehr sagen, was ich dafür bezahlt habe. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, das hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Aber gut, okay. Ist auch kein Weltuntergang. So, ich schiebe hier mal wieder rüber und ihr habt hier gerade schon gesehen, ich habe hier schon mein Messerchen bereit liegen. Ich werde jetzt mal gucken. Sie hat mir auch extra oben drauf geschrieben und hat mir auch gesagt, ich soll hier wieder ein bisschen chaotisch hier heute. Sie hat mir auch extra drauf geschrieben, dass ich darauf achten soll, dass oben wirklich oben ist. Und ja, das mache ich natürlich. Und dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen schnippeln. Mal gucken, wo ich hier am besten reinkomme in diesen Kalender. Ja, und dann bin ich gespannt, was sie mir da so reingepackt hat. Ja, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt oder auch nicht, weil ich meine Haare zusammen habe, ich habe mir jetzt Dreadlocks machen lassen. Genau, das wollte ich schon ziemlich lange haben und habe mich immer nicht so richtig getraut. Und jetzt habe ich mich aber getraut. Und ich habe ihr nämlich gesagt, dass ich mir auch einige Sachen für die Dreadlocks wünsche. So Schmuck und solche Sachen oder Sachen, wo ich mir dann Schmuck selber machen kann. Und wir haben einen Tauschwert. Sage ich das? Kann ich das sagen? Ja, eigentlich ist es ja uns überlassen. Wir haben einen ziemlich hohen Tauschwert ausgemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, weil ihr jetzt gleich hier verschwindet. So, da haben wir es wieder. Genau. Uiuiui. Okay, also sie hat mir hier anscheinend einen Kalender gemacht, einen Familienkalender. Hat sie mir zumindest mitgeschickt. Und ich guck mal, vielleicht kannst du den gebrauchen. Habe ich extra an dich gedacht, als die gratis zum Mitnehmen waren. Ich dachte nur, dass die vielen Spalten praktisch sind. Das stimmt. Viele Spalten sind immer praktisch. Der ist zwar für meine Küche zu. Oh, Entschuldigung. Ich habe jetzt an diese Kamera gedacht. Oh, das ist aber auch ein Chaos heute hier. So, also, ja, hier haben wir dann so einen Kalender mit so lustigen Bildern unten. Der ist ganz cool. Den werde ich mir aber hier oben hinhängen, weil unten passt er nicht hin. In meiner Küche habe ich nämlich immer so nur so einen schmalen Platz und da hole ich mir immer von Jeans Fritz jedes Jahr einen Kalender. Der passt immer genau da rein. Und der hat auch ein paar Spalten. So, und hier sind jetzt lauter Folien. Und jetzt muss ich mal gucken. Ui, was ist denn das hier alles? Ist das jetzt alles? Sie hat gesagt, der Kalender ist durch Folien getrennt. Meinte sie jetzt diese Folien hier oder andere? So, jetzt muss ich mal. Ich will jetzt natürlich hier auch nicht irgendwas, aber das hier ist ja alles. Was ist das denn Cooles? Hast du mir hier. Ey, wie geil ist das denn? Hier sind auch schon ein paar Perlen für meine Dreads. Die brauchen nämlich immer dicke. Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig bin. So, warte mal. Bei den Stiften sind zwei Perlen dabei. Einfach so. Vielleicht kannst du die Stempel, hauptsächlich das Kreuz, gut gebrauchen. Die Schrift habe ich selbst geschenkt bekommen. Sind super für Lettering, aber ich nutze sie nicht. Ja, die sind. Also, ihr habt ja jetzt wirklich lange nichts mehr von mir gehört. Und zwar momentan beschäftige ich mich viel mit den Duets. Das ist am Anfang zumindest, also später nicht mehr, aber am Anfang ist das doch relativ arbeitsintensiv. Und ja, da muss man dann öfter mal die Ansätze hier so nachhäkeln. Habe ich gestern gerade gemacht. Ich glaube nicht, dass ihr das gut sehen könnt. Aber ich kann auch die Haare auch mal kurz aufmachen. Ich habe mir nämlich extrem lange Extensions reinmachen lassen. Also wie ihr seht, die sind echt
lang. Genau, und das war genau das, was ich wollte. Ich drehe mich mal um und glaube, selbst wenn ich mich ganz hoch strecke, ich kann hier leider nicht weiter weggehen von der Kamera, seht ihr nicht, wie lang die tatsächlich sind. Ja, und diese Ansätze, wie gesagt, die muss man halt immer mal wieder nachfilzen. Und ich habe sie jetzt 2 Wochen. Ich komme super gut damit klar und ich bin einfach mega glücklich damit, weil man steht auf, Frisur sitzt, die Haare nerven. Einmal so, einmal zack, so, schwupp, Knoten rein, Haare unten noch ein bisschen reingesteckt und zack sind die Haare beiseite und die Frisur sitzt. Genau, ja, also ich liebe sie. Das ist im Moment eine Sache, mit der ich mich halt, ja, was ich, wo man sich halt ein bisschen mit beschäftigen muss. Und das andere, was ich im Moment gerne mache, ist tatsächlich Handlettering. Also ich probiere es zumindest. Ich bin noch nicht so gut. Ich habe jetzt auch nichts hier gerade, was ich euch zeigen könnte, leider. Aber das sind so gerade meine Hobbys. Okay, wenn ich das richtig verstehe, darf ich das jetzt schon aufmachen. Diesen Stempel hier, das Kreuz ist tatsächlich richtig cool. Aber ich finde auch den Engel gar nicht so schlecht mit diesem Füllhorn. Und das finde ich auch süß. Und auch die Schriften zum Teil. Auch die Kerze, das kann man auch mal gut verwenden. Oh, da ist mein Englisch leider nicht gut genug. Angels Sing verstehe ich, aber die beiden oberen Sachen verstehe ich leider nicht. Vielleicht seid ihr besser im Englischen. Hack, keine Ahnung, was das bedeutet. Das würde ich behaupten, soll Heiland bedeuten. Und dann die Angels, also Engel singen. Ja, also ich finde den cool und der hat auch eine schöne Größe. Also den werde ich, glaube ich, schon für Weihnachtskarten noch verwenden. Also die Kirche wahrscheinlich nicht so wirklich und das hier auch nicht, aber den Rest, warum nicht? Finde ich schön. Vielen Dank. Ja, mache ich jetzt hier diese Post auf, was steht denn da drauf? Wirklich nur ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht findest du sie bei der. Was findest du sie bei? Finden sie bei dir Verwendung? Okay, jetzt habe ich es. Gehört nicht zum Adventskalender. Okay, also anscheinend gehört das hier jetzt alles nicht zum Adventskalender. Ja, krass. Oh, was hast du mir da alles? Oh, ist das schwer. Alles eingepackt. Okay, das ist mega schwer. Da gucken wir auf jeden Fall gleich rein. Und hier unten ist jetzt der Adventskalender drin. Und hier werde ich jetzt mal ganz schnell die ganze Verpackung wieder draufpacken, weil ich mir das natürlich erst am 1. Dezember anschaue. Logischerweise. So, also jetzt ist er auch gleich ein bisschen leichter geworden. Und ich werde mal den Kalender einmal runterstellen. Musste ich hier nämlich gerade noch an meiner Lampe hier vorbei. So, ich werde auch diesmal nichts aus dem Video rausschneiden. Ich habe keine Lust zu schneiden. Ihr müsst mit meinem Chaos heute mal leben. Genau. So, jetzt werde ich hier mal kurz den Monitor-Dings hier ein bisschen kleiner machen, weil ihr müsst ja hier nicht das Mega-Chaos sehen von meinem Schreibtisch. Achso, Quatsch. Genau, verkehrt rum. Schwuppi. So, wartet mal. Ich möchte mal das noch ein bisschen größer machen, weil ich hatte nämlich mal ein bisschen doofen Kommentar. Mir hat mal jemand eine E-Mail geschickt, dass er meine Videos so gerne mag, weil er manchmal meine Brüste von oben sieht. Und das fand ich ein bisschen unangenehm. Und deswegen möchte ich die nicht mehr unbedingt im Bild haben. So, also das und diesen Kalender habe ich dann jetzt quasi als Ü-Post von Mausi bekommen. So, und jetzt schaue ich mir gerade mal so ein bisschen. Das möchte ich jetzt auch genießen. Schaue ich mir hier mal die Bilder so ein bisschen an von diesem Kalender. Also es sind hier so lauter Schäfchen und Schäfchen sind cool, die mag ich nämlich gerne. Und dann haben wir hier unten so ein mit Sausage, also Würstchenparty. Da gibt es ja auch irgendwie so einen Film, ne? Sausage Party, den wollte ich glaube ich mal gucken. Oder habe ich den geguckt? Egal, weiß ich nicht mehr. So, eine Drachenburg. Im Büro natürlich mit Werbung für den Hersteller hier. Shirley Combs. Ah, okay, alles klar. Das ist vielleicht so ein Escape Room. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Escape Room.
wo man Rätsel lösen muss durch den Sherlock Holmes und verschiedene Zahlenkombis versteckt, Schlüssel versteckt, ein Schloss. Hier findet man auch wieder überall Zahlen und Infos. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Escape Room. Möchte ich unbedingt mal machen, habe ich noch nicht gemacht. Aber im Moment ist ja sowieso alles ein bisschen, naja, durch diese ganze Corona-Situation, ne, sind wir ja alle sehr eingeschränkt. So, ja, ein Wettrennen und die Katze erschreckt sich vor, was auch immer da gerade aus dem Boden kommt. Der eine verliert einen Schuh. So, und der Igel ist schneller als der Hase. Na, das glaube ich nicht. Okay. Und wir sind anscheinend Goldgräber. Und hier haben wir erstklassig. Sollte Sommer sein, ne? Einschulung. Oh, ich glaube, hier ist, ja genau, steht ja auch sogar hier Ende der Sommerferien. Cool, da sind sogar die Ferien eingetragen. Und die Kalenderwochen sind hier so groß mit drauf. Das finde ich auch cool. Fußball. So, Ende der Herbstferien und da wird geklaut. Na, schauen wir mal. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie das nächste Jahr so ist. Ich will gar nicht so politisch werden, aber nach dem Gesetz, was sie jetzt rausgebracht haben, bin ich wirklich gespannt, wo es hingeht in Deutschland. So, in der Spielhalle. Okay, das waren alle Bilder. Ja, total süß. Oh, geht zurück. Ja, wie gesagt, den werde ich mir auf jeden Fall hier oben hinhängen. Den haben wir uns schon angeguckt. Dann gucke ich mal hier in diesen Umschlag. Ich kriege das doch immer nicht hin, solche Sachen heile zu lassen. Nee. Oh, okay, mein Handy nicht lautlos gemacht. Entschuldigung. So, oh, hier hat sie mir eine Schüttelkarte gemacht. Love you always mit lauter Herzen und Holo-Sachen und so einen ganz süßen Igel. Sie weiß nämlich, dass ich Igel voll schön finde und ein paar Herzchen. Ja, ganz süß. Und ein Briefchen noch da drin. Hallo Maus, ich habe gelesen, dass du auch gerne eine Herzschüttelkarte hättest. Und natürlich bekommst du dann eine. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe dich so unendlich lieb. Fühl dich ganz doll umarmt. Deine Tine. Genau. Ja. Genau, Mausi. Ja, ich habe dich auch ganz, ganz doll lieb. Da hat sich wirklich sowas entwickelt. Also das war, das, wie fing das eigentlich an? Ich glaube, ich habe sie irgendwann mal angeschrieben. Und habe sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir was zu tauschen, ein Tauschpäckchen zu machen. Und dann haben wir angefangen, privat so ein bisschen zu schreiben. Und das ist mittlerweile tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Und da hat sich wirklich so eine Freundschaft draus entwickelt. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir ständig Kontakt haben und ständig miteinander schreiben oder telefonieren oder so. Aber wenn, dann schon intensiv und ja, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Also auf jeden Fall ist sie total in mein Herzchen gewandert und da kommt sie auch so schnell nicht wieder raus. Genau, so, und dann haben wir hier diese super schönen Stifte. Da bin ich mal gespannt, wie die sind. Gucke ich hier gerade mal. Ich habe ja hier in meinem ganzen Chaos immer mal irgendwo ein Zettelchen rumfliegen. Ja, das ist das Praktische, ne? Wenn man immer irgendwo was rumfliegen hat. Ich gucke mal gerade, wie die so sind. Die eher, oh ja, die sind sehr weich. Ja, was schreibt man da so auf die Schnelle, ne? Wenn man da mal schnell was schreiben soll, dann fällt einem eh nichts ein, aber machen wir es halt mal so. Ja, das war jetzt ungünstig, weil ja alles nur nach unten geht eigentlich. Aber ja.
Ja, schreiben auf jeden Fall nicht schlecht. Und hier, oh ja, die Feinen, die sind wirklich ganz fein. Guck mal. So was erkennen, ja. Die sind wirklich sehr fein. Kann man also dann. Oh ja, krass, was für ein Unterschied. Ja, kann man ganz, ganz fein mit schreiben. Und cool ist immer, wenn man zweiseitig hat, weil man dann natürlich ja, das gut kombinieren kann. Ne? Also der Feine, bin ich echt begeistert, dass der so fein ist. Ich weiß auch nicht, was für eine, ja, diese Firma hier. Achso, seht ihr, da muss ich vielleicht doch noch mal was in meinem Schneideprogramm machen, zumindest einmal Werbung und Dings von Anfang an einblenden. Ja, ich vergesse das immer, dass man ja hier überall, hier ist ja auch eine Marke gezeigt worden. Also da denke ich immer nicht dran. So, und dann machen wir mal dieses mega schwere Päckchen auf. Und gucken mal, was hier drin ist. Also sie hat mir noch gesagt, es ist jetzt nichts Besonderes und man muss da jetzt nicht unbedingt ein Video zu machen, aber wenn ich jetzt sowieso schon meine Kalender zeige, die ich so habe dieses Jahr, dann kann ich das auch gleich zeigen. So, was haben wir hier? Okay, als erstes haben wir Molds. Und zwar einmal so eine Hasenmol, die werde ich aber zum Backen benutzen tatsächlich. Für Weihnachten. Quatsch, Weihnachten, genau. Ja, warum nicht, ne? Kriegt er noch eine Weihnachtsmütze, dann ist es ein Weihnachtshase, auch kein Problem. Nein, natürlich zu Ostern. Ja, cool. Ist in Blatt. Also wenn man jetzt mit Resin was machen wollen würde, wären die auch glänzend und nicht rau. Dann, ach hier, guck mal, das sind, die sind ja cool. Das sind Kühlpads. Da Kühlakkus. Für, ja, für alles Mögliche halt. Und einmal mit einer Eule und einmal Pinguin. Und die sind ja geil. Wo hast du die denn her? Von Teddy? Ja, cool. Die sind cool, habe ich nicht gesehen. Aber ich bin auch schon ewig, ehrlich gesagt, nicht mehr bei Teddy gewesen. Dann, ach hier, dieser LED-Ring. Cool. Den habe ich in einem von deinen Videos gesehen. Und da habe ich mir noch gedacht, da bin ich gespannt, was sie daraus macht. Ja, jetzt habe ich die Herausforderung. Mir wird da schon was einfallen, auf jeden Fall. Ich werde da irgendwas drum rumwickeln oder so. Mal gucken. Da fällt mir was zu ein. Danke. Und hier mal so eine Muffinform, aber ein bisschen breiter. Das ist auch ganz cool, weil sonst hat man ja immer diese schmalen, höheren Muffins. Und hier haben wir einfach mal so breitere. Da kann man cool so Küchlein machen und dann in der Mitte noch was reinmachen, also zum Füllen. Dann hat man mehr Platz zum Füllen und der Teig kann ja trotzdem schön hochkommen. Cool. Und ja, dieses Jahr hast du von mir tatsächlich, glaube ich, nicht ein einziges Badesalz oder so drin. Auch keine Creme, weil da stehst du ja sowieso nicht so drauf. Aber auch, glaube ich, dieses Jahr echt nicht ein einziges Badesalz. Sonst war ja sowas auch immer noch mal dabei. Aber alles noch ganz kalt von draußen. Ja, riechen tut man jetzt hier bei der Duftprobe nicht so viel. Ne, riecht man nicht so viel, aber Butter, Milch, Zitrone. Ja, werde ich natürlich genießen. Und hier haben wir ein Sticker-Notheft. Da gucke ich gleich mal rein. Ach, wollte ich gar nicht aufmachen brauchen. Ja, cool. Also hier dann auf der Seite Sticker Notes. Die kann man sowieso immer gebrauchen. Ich liebe die. Und was richtig schön ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Holo. Am Rand ist überall Holo. Und den hier finde ich ehrlich gesagt am allerschönsten. Die sind alle süß. Aber der hier von der Farbe, obwohl ich ja die Farbe total gerne mag, aber da gefällt mir das komischerweise besser. Und die Sterne sind auch cool. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, aber mir gefällt dieser Stern besser und wisst ihr warum? Weil das nicht genau am Rand ist, sondern so ein bisschen chaotisch. Also das ist bestimmt ein Fehler gewesen, ein Verarbeitungsfehler, aber genau das finde ich gerade gut. Ja, und der ist natürlich auch toll, aber ja, ich glaube, das wird mein Liebling. Und hier sind noch ein, ist noch so ein Stickerbogen drin mit Früchten. Ja, so sehr sommerlich. Wird dann wahrscheinlich erst im Sommer zum Einsatz kommen, aber das ist ja wurscht. Aber voll schön. Also die Holo-Teile sind echt cool. Ich glaube, da werde ich mir einen Teil
So, das hier nehme ich mir mit nach oben. Das oder das nehme ich mir mit nach unten in die Küche. Und ja, pack das in die Küche für Sticky Notes. Was haben wir hier? Hier haben wir auch cool. Ach na, guck mal, cool, was ich da noch entdeckt habe. Hier haben wir anscheinend, kann man da, sind da Rezepte drin mit Süßigkeiten zum Selbstmachen. Das ist ja mega cool. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe dir vor ein paar Jahren, habe ich dir mal selbstgemachte Teile geschickt, aber ich glaube, das waren gar keine Süßigkeiten, sondern es war Seife. Und du hast gedacht, es wäre Süßigkeiten oder waren es Süßigkeiten? Ich weiß es nicht mehr. Da hast du, glaube ich, dann auch überlegt, ist das jetzt was Süßes oder was ist das jetzt? Und ich glaube, es war Seife und du hättest fast reingebissen oder so. Das war auf jeden Fall lustig. Ach so, und dann immer in verschiedenen, ach guck mal, immer in verschiedenen Sprachen. Guck mal hier, einmal in Italienisch, in Spanisch, in Französisch, in Deutsch. Und dann geht es hier wieder mit dem nächsten Rezept los mit Spanisch. Geil. Hä? Oder habe ich mich jetzt einmal vertan? Nee, das hier ist EN. Oh Gott, was ist EN? EN ist Englisch, Entschuldigung. Ja, Spanisch. Ja, genau. Und dann geht es noch weiter. Ja, PT. PT, ich habe keine Ahnung. PT weiß ich wirklich nicht. Was ist denn PT? PL ist Polen, aber PT weiß ich nicht. GR ist auf, das ist Russisch, das erkennt man an der Schrift. Und dann geht es wieder los mit Italienisch, also wieder mit dem nächsten Rezept. Ja, geil. Da kann man dann, wenn man ausländische Freunde hat, das tatsächlich auch an die weitergeben. Und zwar gleich in deren Sprache. Wie cool ist das? Also wer weiß, was PT ist, schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare. Ist das Portugiesisch vielleicht? Das ist, weil es sieht ein bisschen ähnlich aus wie Spanisch. Keine Ahnung. Ja, cool. Da werde ich bestimmt mal was draus nachmachen. Und dann, ja, vielleicht wandert davon das ein oder andere tatsächlich noch in meine Post für, also in meine Weihnachtsgeschenke, in die selbstgemachten hier für meine Freunde. So, hier ist es nämlich auf Deutsch. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich muss noch mal gucken, was für Formen ich da hier dieses Karam diese Karamellbonbons interessieren mich. Die sehen richtig lecker aus. Ja, da werde ich auf jeden Fall was draus nachmachen. Das mal hier hinter mich. Ich mache erstmal hiermit weiter. Das Muffin-Heftchen gucke ich mir später an. Und hier haben wir noch Glitzerbänder. Ja, aber das kann man zu Weihnachten auch immer gebrauchen. Und das werdet ihr wahrscheinlich leider auch nicht sehen. Aber die glitzern holo. Könnt ihr es da so ein ganz, ganz bisschen, könnt ihr es vielleicht erkennen, aber nicht wirklich. Ja. Wieder Holo, ja, und wir haben beide so eine Macke mit Holo, ne? Bunt und Holo und genau, da sind wir beide irgendwie so ein bisschen. Ach, seht ihr es da? Seht ihr es da? Es glitzert, es glitzert. Ja, total schön. Und das sind auch so schmale. Ich guck mal, muss ich gerade mal gucken. Ups. Na. Kriege ich das jetzt hier auf? Das sah aus wie der Anfang, aber irgendwie doch nicht. Ach, hier oben ist. Ist einfach so. Die sehen nämlich so ein bisschen samtig aus, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn die holo sind. Nee, fühlen sich rau an. Die sahen erst aus, als wenn die so aus Samt wären. Das wäre ja krass gewesen. Samt und dann noch Holo-Glitzer drin. Ja, voll schön. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Dann habe ich was für mein Nähzimmerchen bekommen. Und zwar so eine Bordüre. Jetzt mache ich mir das hier gerade ein bisschen leichter. Nehmt nicht die Bordüre, nur die Plastikfolie. Ach, dass sie immer alles nochmals doppelt und dreifach in Plastik einwickeln müssen. Ne? So, und da sind ganz coole Sachen. Das ist so ein bisschen reisemäßig. Koffer, Flugticket, Fotoapparat, Briefe. Ja, also so ein Reiseding. Ja, cool. Das, wie gesagt, wandert auf jeden Fall in mein Nähzimmer.
Oder man könnte es auch nehmen als Lesezeichen, wenn man ein Heft selber macht, sich so ein Büchlein selber macht, wo man dann seine Urlaubsbilder, so ein Album halt selber macht, dann als Lesezeichen rein, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, cool. Wandert aber trotzdem erstmal ins Nähzimmer. Und was haben wir hier? Ui, sehr schön. Hier haben wir Halbperlen, die aber selbstklebend sind, so im Strang immer. Ja, und das ist natürlich cool, weil die kann man immer, 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 immer verwenden. Und die Farben sind auch total schön hier oben. Ihr seht das leider schlecht in der Kamera. Das ist so ein ganz feiner Mintton. Also ich glaube, bei euch in der Kamera sieht es fast weiß aus, aber es sieht eher so aus von der. So, die Farbe ist es eher. Ja, und hier so ein ganz zartes Blau. Und das hier ist lila, auch wenn es schwarz aussieht bei euch in der Kamera. Aber ich probiere mal. Nee, seht ihr nicht. Bei euch sieht es schwarz aus, aber es ist eigentlich lila. Ja, und die leuchten halt auch so wie die. Auch das sieht man hier leider in der Kamera. Geht das leider total verloren. Aber die glänzen auch so schön. Das sind mega schöne Farben. Ja, vielen Dank. Keine Ahnung, wo die her sind, ist auch egal. Die sind aber auf jeden Fall super, super schön. So, dann haben wir hier noch ein Tütchen mit Charms. Und zwar hat sie mir da lauter Perlen eingepackt. Perlen, keine Charms. Wo die Löcher ein bisschen größer sind, die ich eventuell für meine Dreads verwenden kann. Und zwar, oh Gott, ganz viele verschiedene. Schwupp. So, ich sehe schon, da sind ein paar dabei, die werden nicht passen, aber die hier zum Beispiel, die würde auf jeden Fall passen. Oder die hier auch. Die würde auch auf jeden Fall passen. Die hier, da sind die Löcher zu klein, aber das macht nichts. Die würde ich nämlich einfach irgendwo dran tun und dann einfach mit dran baumeln, genau wie diese hier, diese Holzperlen. Oder ich habe ja hier meinen Dremel neben mir und klemme die mir fest und dann mache ich mir die Löcher größer. Das macht nichts, aber diese hier zum Beispiel, die könnten alle schon auf ein paar, weil ich habe nämlich ein paar ganz, ganz dünne Dreads, weil ich mag das lieber dünne. Oh, das finde ich voll schön. Ich habe mir Faunfedern gekauft. Wo habe ich euch hingetan? Da. Ich habe mir Faunfedern gekauft und habe mir damit auch schon Deko gemacht, aber ich habe im Moment keine Deko im Haar drin. Aber ich habe mir halt diese Faunfedern gekauft und die passt, die Perle hier, die passt sowas von wie Faust aufs Auge zu diesen Dingern. Da werde ich mir auf jeden Fall was machen. Da werde ich einfach durchbohren, also werde die Faunfeder da durchstecken und werde das dann mit Draht irgendwie und so. Also da mache ich mir was richtig Cooles. Die kommt direkt gleich mal mit in diese Tüte von den Faunfedern, damit ich die nicht verliere. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Projekt. Guckt euch das an, wie das zusammenpasst. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Das liebe ich ja, ne? Wenn farblich Sachen so, so super schön zueinander passen. Ja, und auch die hier finde ich total schön. Die hier, das glaube ich auch zu. Also die Löcher sind zu klein hier auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man kann ja, man muss sie ja nicht so direkt drauf machen, sondern man kann die Sachen ja nehmen und dann verarbeiten. Den hier finde ich auch sehr schön. Ja, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Man merkt es, weil ich nämlich ständig nach oben gucke und nicht zu euch gucke. Da müsst ihr jetzt leider mal drüber hinwechseln. Oh, die ist geil, hoffentlich. Die wird, glaube ich, nicht passen, leider. Die ist, glaube ich, zu klein vom Loch her. Die wird auch nicht auf meinen kleinsten Brett passen. Aber das ist auch wieder, und ihr seht wieder nur Silber, aber es ist Holo. Also die glitzert. Auf jeden Fall Holo außen. Ihr seht es leider nicht, ich sehe es aber. Und dann habe ich hier noch so ein Herzchen in Blau und das kommt dann so drauf. Das ist auch cool und das könnte tatsächlich sogar passen, aber da ist irgendwas drin. Was ist da drin? Du, komm mal da raus. Will nicht. Ding vielleicht. Ich habe es rausgekriegt. Ach, guck mal, da ist so ein kleiner Stein. Der hat da oben so ein ganz kleines Löchlein. Seht ihr das? Und den kann man gut
auch unten am Ende dran machen, so als Abschluss. Total schön. Vielleicht war es gar keine Absicht, der sollte da vielleicht gar nicht mit rein, aber diese Sachen alle. Das hier ist auch so ein Endteil, wo man zum Ende was hinmachen kann. Also daraus kann man doch schon mal einen richtig coolen, zusammenpassenden Schmuck machen. Durch mein Messer hier wegpacken, nicht, dass ich mir noch schneide. Ja, und dann sind hier noch ein paar andere Herzen und Röschen sind hier auch noch dabei. Ja, ich weiß nicht, ob ich davon alles dafür verwende, aber ein paar Sachen auf jeden Fall. Und dann kommen die mal alle wieder zurück in die Tüte. Und dann werde ich die Tage mal gucken, was ich mir da Schönes draus bastle. Ah, hier sind auch noch drei so eine lilanen. Und die glitzern auch holo und das werdet ihr auch wieder nicht erkennen, leider. Ja, ich habe auch heute schon wieder Schwierigkeiten gehabt mit dieser Kamera da oben. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht noch kurz vor Weihnachten eine neue Kamera kaufen muss. Weil ich weiß auch wirklich nicht, was ich dann da oben mir noch zurechtbasteln soll. Weil ich habe euch ja mal bei dem Video von meiner Roomtour, da habe ich das mal gezeigt, was für ein Konstrukt da oben hängt. Und da müsste ich mir was komplett Neues überlegen, also eine neue Halterung. Da muss ich mal gucken, weil, wie gesagt, ich musste die schon wieder auf Werkseinstellung zurückstellen, damit es funktioniert. So, und jetzt, ach, da sind sogar zwei. Ach, Herr Jemini. Okay, so. Also, Muffins, Mini-Muffin und mehr. Tolle kleine Muffins, Brownies und Konfekt. Ja, perfekt für meinen Mann. Oh, lecker, lecker, lecker. Schokokuchen. So, und hier haben wir dann so ein paar Klassiker Mini-Gebäck. Okay, ja, mein Handy ist immer noch an. Also hier sind dann so ein paar, ich weiß gar nicht, wie dolle man das jetzt hier überhaupt zeigen darf, wegen ja, Datenschutz, bla bla. Aber ich blätter mal so kurz durch. Ach, hier kann man sich. Ist da wirklich ein Rezept für diese Herzchen? Ich weiß nicht. Ja, aber auf jeden Fall echt süße Sachen, so fürs ganze Jahr und auch für die Hochzeit. Guck mal, für die Hochzeit auf den Tisch, so als, ja, steht sogar hier, Mini-Hochzeitstörtchen. Auf den Tisch für jeden Gast so ein Törtchen, total süß. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, ich habe es ja bei dem anderen Buch da auch so genau gezeigt, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich eigentlich ist, ob man sowas zeigen darf oder nicht. So. Ja, und hier haben wir, das sind tolle Kuchen und Pasteten. Und auch halt alles in Mini. Und Mini ist immer schön, weil es sieht doch toll aus, oder? Wenn man dann sowas hier hat für eine Party und dann hier solche Tellerchen hat oder solche Türmchen oder so mit verschiedensten Küchlein. Das ist doch einfach cool. Also ich gucke mir das nachher natürlich genau an. Ich blätter das jetzt für euch nur einmal so ein bisschen. Oh, lecker. Ich liebe diese Nüsse. Oh, lecker, lecker, lecker. Und Blaubeeren auch voll geil. Sieht auch sehr schön aus hier. Ich halte hier einfach mal meine Hand aufs Rezept, dann wird das wohl schon okay sein, denke ich mal. Ja. Mega schöne Sachen drin. So wirklich fürs komplette Jahr. Und ja, für Partys immer super. Und man hat immer unterschiedliche Sachen. Ja, cool. Ich pack das gleich mal wieder zu. Ja, dann waren das jetzt doch ein bisschen mehr als nur ein paar Kleinigkeiten. Pass mal auf, ich mache hier gerade mal was. So, zack. Genau, so. Jetzt habt ihr mich ein bisschen größer. Genau, ja. Mause, ich danke dir auf jeden Fall für die Geschenke jetzt, für die Ü-Post. Bin ich, ja, freue ich mich ganz doll. Und ich bin riesen gespannt auf unsere Adventskalender und am meisten bin ich eigentlich immer darauf gespannt, wie dir deine Sachen gefallen. Und dieses Jahr ist dein Kalender wirklich was ganz, ganz Besonderes, also für mich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass er dir gefällt und dass er dir was gibt. Also ja, ist halt, ja, musst du dann sehen. Genau. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Schau es dir dann einfach an.
Okay, ihr Süßen, dann ja, sag ich erstmal Tschüss und ja, ab dem 1. Dezember geht es dann los. Ich denke mal, dass ich jeden Tag ein Video machen werde. Und zwar werde ich halt jeden Tag meine Kästchen aufmachen und eventuell werde ich mir das ein oder andere Gewinnspiel für euch einfallen lassen, wo ihr dann entweder Plotterdateien oder also Plotterdateien aus meinem Shop gewinnen könnt oder wo ihr vielleicht auch was Fertiges, dass ich vielleicht was mit euch mache zusammen, aber ich möchte dieses Jahr gar nicht so viel vorbereiten und ja, mir also vorher schon Sachen groß überlegen, sondern ich möchte das einfach spontan machen. Genau, ich möchte einfach so ein bisschen die Freiheit haben. Ich habe halt gemerkt, also YouTube macht mir nach wie vor Riesenspaß und es gibt zumindest zwei Leute, die ich über diesen YouTube-Kanal kennengelernt habe, die ja, mir ans Herz gewachsen sind, auch wenn ich mit der anderen im Moment nicht so viel Kontakt habe. Muss ich auch unbedingt mal wieder schreiben, mal hören, wie es ihr geht. Genau, und das ist das Wertvolle eigentlich, die Menschen, die einem hier begegnen. Und ja, ich mache das sowieso nicht, um Geld zu verdienen, das ist mir voll egal. Ich mache es einfach nur, weil es mir Spaß macht und weil ich es schön finde, dieses Untereinander. Klar gibt es auch immer mal wieder Leute dabei, wo man sich sagt, okay, auf diese Person hätte ich jetzt vielleicht verzichten können oder auf diese Kommentare oder so. Daumen runter könnt ihr mir so viele geben, wie ihr wollt. Da gucke ich nicht mal drauf. Das ist mir voll egal. Also da, das interessiert mich null, ob da Daumen hoch oder runter sind. Das ist mir egal. Kommentare, die unangebracht sind, die werden kommentarlos gelöscht und ich ärgere mich darüber auch nicht. Also wenn ihr denkt, ihr könnt Spaß daran haben, mich zu ärgern, weil ihr da negative Kommentare reinschreibt, dann ja, ich lösche die und das war's. Also das berührt mich überhaupt nicht. Was mich aber wohl sehr wohl berührt, ist, wenn positive Dinge kommen und wenn man persönlichen Kontakt zu Leuten bekommt. Also wie gesagt, zwei, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Gibt es noch eine dritte Person, mit der ich auch so ein bisschen ab und an mal privat geschrieben habe. Und ja, das ist einfach das, was wertvoll ist. Und gerade jetzt in dieser Zeit, Leute, lasst uns, wo wir nicht so viel mit unseren Familien zusammen sein können und so weiter, lasst uns in der Liebe bleiben. Und ja, alles, was man gibt, in egal welcher Form, wird irgendwann auf einen zurückkommen. Und ja, denkt einfach daran. Also klingt für euch jetzt vielleicht doof, aber Jesus hat gesagt in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das gilt, glaube ich, am meisten als Segen für uns selbst. Wenn wir gut zu anderen sind, dann werden wir auch Gutes zurückbekommen. Und ja, kann es Schöneres geben, als gute Sachen zurückzubekommen? Ich glaube nicht. Okay, ihr Süßen. Also, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall im Dezember jetzt wieder öfter. Und ja, mal gucken, was für Überraschungen ich mir für euch einfallen lasse. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und wünsche euch eine super schöne Zeit im Advent. Lange dauert es ja nicht mehr. Und ja, habt euch wohl, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.